Herzlich willkommen zu unserer heutigen Session Börse at Home mit einem Einsteigerthema. Das heißt Fabienne Lindner und ich, werden mit Ihnen 30 Minuten lang über Sparpläne sprechen. Jeden ersten Montag im Monat wollten wir uns ja einem Einsteigerthema widmen. Und da fanden wir jetzt dieser Punkt Sparpläne extrem spannend. Und in der Tat, so in Anbetracht der steigenden Aktionärszahlen und der Diskussion, ob wir nicht schon wieder bei einer Bubble stünden wie vor 20 Jahren, ist es für uns ziemlich gut zu sehen, dass ein großer Teil der neuen Aktionäre am Markt, denn auch Aktien, man ist ja auch Aktionär, wenn man über einen ETF oder über einen Fonds Aktien hat, dass die auch aus den Sparplänen rauskommen, aus der langfristigen Geldanlage. 1,3 Millionen Sparpläne gibt es inzwischen in Deutschland. Also wenn Sie jetzt neu hier sind, ich hoffe, wir können Ihnen einen kleinen Zugang geben in der nächsten halben Stunde. Und es ist eine Live-Veranstaltung, das ist ja das Schöne. Sie können Fragen stellen. Sie haben rechts unten das Fragepanel. Wir werden das dann nach Möglichkeit beantworten. Aber vorab wollten wir was von Ihnen wissen. Und zwar, haben Sie schon ein Depot? Dann sagen Sie kurz ja oder nein. Einfach kurz abstimmen. Dauert einen kleinen Moment. Bin ganz gespannt. Also, Christian, haben müssen Sie schon? wir warten. Ja, Fabian? Christian, warten wir noch. Die Beteiligung ist noch nicht so rege, aber jetzt kommen so langsam die Ergebnisse eingetrudelt. Das heißt, ich würde jetzt auch kurz die Umfrage gleich schließen. Wunderbar, nämlich jetzt und die Ergebnisse übertragen. Gute Quote. Okay. Und wollen wir die zweite Frage auch gleich stellen, Fabienne? Gerne, ja. Noch eine Frage an Sie, noch ein bisschen mitarbeiten, bevor Sie sich dann zurücklehnen können. Und die zweite Frage: Haben Sie schon einen Sparplan? Frage ja oder einfach nein, wenn Sie nicht genau wissen. Oder haben Sie den Sparplan in Aktien, haben Sie den in ETFs oder in Fonds, wenn Sie das konkretisieren möchten? Auch hier warten wir jetzt wieder einen kleinen Moment, dass wir so ein bisschen die Stimmung einfangen können. Ja, das ist echt spannend. Also es ist Spannend, ja. ganz spannend zu sehen, wer eigentlich uns jetzt hier zuhört und sich für das Thema Genau. interessiert. So. Okay, immerhin die Hälfte nicht, finde ich gut. Aber doch eine ganze Menge haben schon Sparpläne. Und oh, was mich jetzt hier erstaunt, ist die hohe Anzahl an Aktien, aber vielleicht ist das auch nicht als Sparplan gemeint, sondern als Aktieninvestment. Jetzt übertrage ich mal kurz meinen Bildschirm. So, ihr müsst mir sagen, ob er zu sehen ist, weil ich kriege kein Menü. Wunderbar. Ist zu sehen, wunderbar. Danke. Wir haben, ja, was wir jetzt vorhaben, die nächsten 30 Minuten, ist, wir sprechen ganz kurz nochmal über die drei Erfolgsfaktoren der langfristigen Geldanlage und darüber das Pro und Contra von Sparplänen. Es gibt nicht nur Pros, es gibt eine ganze Menge, aber es gibt auch so ein paar kleine Überlegungen und dann, wie Sie am besten vorgehen, auch einige Sachen, auf die Sie achten sollten bei der Auswahl. Am Schluss noch einen kleinen Exkurs zu Robo-Advisern, weil das ist ja eigentlich auch eine Form von einem Sparplan, wenn man da regelmäßig über einen Robo-Advisor anspart. Und zu den drei Faktoren, Fabienne? Ja, komme ich dazu. Dankeschön, Edda. Herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ich möchte jetzt erstmal über das Thema Diversifikation sprechen. Hier haben wir ein schönes Zitat von Markowitz. Diversification is the only free lunch in investing. Diversifikation ist essentiell. Fangen wir aber erstmal damit an, was muss ich machen, um überhaupt aktiv zu werden? Hier ist natürlich, bevor ich irgendwie aktiv werde, das Thema Notgroschen nochmal zu beleuchten. In der Regel sagt man so 3 bis 5 Nettogehälter sollte man auf dem Konto haben, um entsprechend ja, im Fall der Fälle gerüstet zu sein für beispielsweise, wenn die Waschmaschine kaputt geht, das Auto kaputt geht, wie auch immer. So. Das setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass das der Fall ist. Beim Thema Diversifikation gibt es unterschiedliche Ebenen. Also erstmal schauen, wenn ich plane zu investieren, was habe ich schon oder was
könnte in der Zukunft noch kommen. Thema beispielsweise Immobilien, Thema Versicherungen, Lebensversicherung, die Betriebsrente. Und dann entsprechend habe ich schon Aktien in Form vielleicht von, ja, von einem ETF-Sparplan. Was habe ich überhaupt schon? Das ist erstmal ganz wichtig, wenn ich die Diversifikation anschaue. Dann auch ein Leitspruch, nicht alle Eier in einen Korb legen. Regelmäßig hören wir ja, ich fühle mich besser, wenn ich mein Geld in eine Aktie lege. Ja, es gibt mir vielleicht subjektiv das Gefühl, dass ich Kontrolle über diese Aktie habe, dass sich um ein Unternehmen handelt, das ich kenne. Jedoch muss man da sagen, wir haben es alle in der Vergangenheit gesehen, es gibt Unternehmen, die sind eine Zeit lang vielleicht performen sehr, sehr gut, sind sehr solide und verschlafen dann aber die Innovation. Was passiert mit ihrer Aktie? Sie fällt. So, deswegen raten wir beziehungsweise die Profis, man soll sich breit aufstellen, nicht alle Eier in einen Korb legen. Wie macht man das hier? Entsprechend unterschiedliche Anlageklassen, in unterschiedliche Anlageklassen investieren, in unterschiedliche Branchen, Themen, Regionen und wie eben schon beleuchtet, die unterschiedliche Anzahl der Unternehmen. Wie man das macht, dazu kommen wir noch später. Und falls Sie sich jetzt wundern, was das mit Sparplänen zu tun hat, das ist einfach eine der drei Erfolgsfaktoren. Wenn Sie die beachten, dann können Sie auch bei der Auswahl Ihres Sparplans nichts falsch machen. Also Punkt Nummer eins, achten Sie auf eine ausreichende Risikostreuung, auf eine ausreichende Diversifikation. Und wenn Sie jetzt, ich gebe Ihnen ein Beispiel, Sie haben einen Sparplan in einer einzelnen Aktie, dann haben Sie eben zwar den Sparplan, aber Sie haben diese Risikostreuung nicht. Also es geht jetzt hier vor allen Dingen um Risiken. Punkt Nummer zwei, auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist der Faktor Kosten und der ist insbesondere bei Sparplänen sehr, sehr relevant, weil sie auf jede Rate eine Gebühr bezahlen. Dazu später noch ein bisschen mehr, aber hier wollte ich einfach mal mit einem Bild zeigen, was auf die lange Sicht die Kosten ausmachen, weil so auf den ersten Blick denken Sie, naja, ob das jetzt 1% kostet oder 1,1%, ist ja nicht so ein Unterschied, wenn ich eine Rate von 100 Euro habe. Aber da ist ganz relevant, diesen langfristigen Faktor im Blick zu haben. Also diese lange Zeit, auf die Sie hinsparen. Das ist ja auch eine Form von Sparen. Und hier 15 Jahre, 10.000 Euro, sehen Sie, was aus diesem Geld wird. Wenn Sie sonst nichts hätten, keine Gewinne, keine Kurssteigerungen, keine Dividenden, keine Zinsen, die ausgeschüttet werden, nur der Kostenfaktor Ihrer Geldanlage, was der aus Ihren 10.000 Euro macht. Und dann ist oben der schwarze Strich, ist das, was aus dem Geld wird, wenn einfach nur eine angenommene Inflation von 1% zuschlägt. Der hellblaue Strich unten drunter zeigt Ihnen einen günstigsten Aktien-ETF von 0,1% Gebühr pro Jahr. Da sehen Sie auch, das ist schon ein bisschen mehr oben als pur Cash-Inflationsverlust. Aber nur die Kosten, wie gesagt, die Gewinne sind da nicht drin. Der dunkelblauere, na, sagen wir mal türkise Strich unten drunter sind die Kosten von allen aktiv verwalteten Fonds, mal abgezogen von ihren 10.000 Anlage, das sind 1,2% pro Jahr. Und das dunkelblaue, das sind die Kosten von den aktiv verwalteten Aktienfonds. Und deswegen werden wir jetzt bei den Sparplänen heute für Einsteiger mit diesem hohen Kostenfaktor uns ein bisschen kaprizieren auf die ETFs. Also das zu dem Faktor Kosten. Und was Sie da nochmal sehen, behalten Sie es einfach mal im Hinterkopf. Faktor Nummer zwei, Kosten, das macht sich einfach so stark bemerkbar wegen des langen Zeitraums. Sie haben hier sowas wie eine Art negativen Zinseszinseffekt. Punkt Nummer drei. Ja, da ganz kurz vielleicht, du hattest eben schon das Thema ETFs angesprochen, weil wir uns da jetzt auch ja ein bisschen dran orientieren möchten und werden. Ich hatte es eben schon angesprochen, nicht alle Eier in den Korb legen. Das ist das Stichwort für ETFs. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ein ETF ist, bevor wir weitermachen? Klar. Also ein ETF, Indexfonds, passives Investment, vielleicht noch mal zuerst ein aktiv verwalteter Fonds. Das ist ja ein Korb an Wertpapieren, die ein Management nach einer vorher festgelegten Strategie zusammensetzt und auch variiert. Und dazu als Kontrast dazu, das sind so die klassischen Fonds, die man kennt von schon immer. Ich glaube, seit den 70ern gibt es die 70er Jahre. Und als Kontrast dazu, seit 20 Jahren jetzt im Markt, sind Indexfonds, die einfach tump einem Index folgen. Also die bilden den einfach ab, kaufen in der Regel auch meistens diese Wertpapiere, die im Index sind und legen die in das Depot. Das ist ja ein Portfolio, so ein Fonds. Und das ist ein ETF, steht für Exchange Traded Funds, falls Sie das noch nicht gehört haben.
Danke dir. Und das zeigt auch, dass es eigentlich noch nicht so einfach war, an der Börse aktiv zu werden, mit einem ETF und mit einem Sparplan. Also wir erklären oder beleuchten heute eigentlich die einfachste Form des Anlegens an der Börse. Zum Thema Kosten auch muss man nochmal im Kopf haben, was passiert, wenn ich nicht an der Börse aktiv werde? Mein Geld wird durch die Inflation faktisch weniger. Genau. Und heutzutage mit den ganzen Angeboten bin ich unabhängig, muss mich nicht an einen Berater wenden, kann ich natürlich, ist auch in einem oder anderen Fall sehr ratsam, aber ich kann heutzutage wirklich selbstbestimmt entscheiden, ich kaufe jetzt den oder den Index. Wir haben hier zwei Indizes mitgebracht, einmal den MSCI World und einmal den DAX. Im DAX sind 30 Werte, im MSCI World 1600, 40, Ja, Entschuldigung. das ist der All Countries. Das ist der mit den 3600. Ach, sorry. Okay, dann habe ich falsch geguckt. Super, danke für den Hinweis. Also, wir sehen hier einmal einen etwas kleineren Index und einen großen Index. Und gerade, wo wir eben gesagt haben, ist es wichtig, sich breit aufzustellen, ist auch nochmal bei dem World Index zu sagen, es sind wirklich nicht wie im DAX länderspezifisch ein Land vertreten, sondern entsprechend mehrere Länder. Also nochmal umso diversifizierter. Genau, hier sehen Sie den Zeitstrahl 2007 bis 2021. Wir sehen entsprechend 2009 zur Finanzkrise ging es etwas runter, aber auf lange Sicht haben sich beide Indizes wunderbar erholt, was dazu führt, dass es ratsam ist, entsprechend, wenn ich sage, ich betreibe Altersvorsorge, langfristig zu denken. Es gibt hier den wunderschönen Spruch, Börse ist ist ein Marathon und kein Sprint. Also wir sehen derzeit gerade, dass sehr viele an der Börse aktiv werden, aber ziemlich schnell kaufen und dann wieder verkaufen, um die meisten Gewinne entsprechend mitzunehmen. Das möchten wir mit einem Sparplan nicht erreichen. Ein Sparplan ist ein langfristiges Projekt, in der Regel mindestens 10, 15 Jahre und das gleicht entsprechend die Schwankungen aus. Genau. Ich muss mich, wenn ich einmal einen Sparplan abschließe, muss ich mich entsprechend nicht entscheiden, sondern ich entscheide mich einmal für ein Produkt, kann das natürlich aber auch flexibel anpassen, wenn mir ein anderes Produkt besser gefällt, gleiche aber entsprechend die Schwankungen aus, indem ich mich einmal für etwas entscheide und kontinuierlich dranbleibe und einspare. Hier kam eine Frage zu der Bezeichnung von vorher, Welt-ETF. Also mit Welt-ETF meinen wir einfach einen weltweit investierenden ETF, also einen ETF, der einen weltweit umfassenden Index abbildet. Und das ist zum Beispiel dieser MSCI World oder es kann auch, wie wir hier den MSCI World All Countries haben, das ist noch ein bisschen größer. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Also von FTSE gibt es noch ein All Worlds. Das ist mit Welt-ETF gemeint. Und dann kam noch mal die Nachfrage von derselben Teilnehmerin: Warum kostet der nur 0,1%? Das ist zwei Sätze dazu. Das hat ein bisschen was mit dem Wettbewerb zu tun im Markt im Moment, der Anbieter. Das ist für uns unheimlich positiv, weil klar, Wettbewerb ist immer von der Produzenten, der Anbieter ist immer gut für den für die Endabnehmerin, für den Endabnehmer. Und zum anderen sind diese, ich nenne sie immer gerne Brot- und Butter-ETFs, also diese Standard-Indexfonds, die sind natürlich so wie im Schaufenster, werden die ausgelegt als besonders günstig. Bei speziellen Themen wird es dann schon wieder ein bisschen teurer. Aber 0,1 ist tatsächlich, gibt es eine ganze Reihe, die so wenig kosten und da haben gegenseitig die Anbieter die Preise nach unten gedrückt. Vielleicht hier nochmal exemplarisch gesagt, es ist ein Beispiel, es ist keine Anlageempfehlung, entsprechend diese beiden Indizes für seine Sparplanauswahl zu nutzen. Genau, gehe ich nochmal kurz auf die Vorteile eines Sparplans ein. Was ist überhaupt ein Sparplan? Beim Sparplan entscheide ich mich für ein Produkt, also entweder ein ETF, ein Fonds oder eine Aktie. Wir haben eben ja schon ausführlich erläutert, warum der ETF ratsam ist für einen Sparplan. Hier ist es so, dass wirklich kleine Raten möglich sind. Also es gibt ja noch die weit verbreitete Mythe, ich muss reich sein, um an der Börse aktiv zu sein. So ist es nicht. Da hat sich auch viel getan. Ich hatte jetzt neulich gesehen, sogar ab einem Euro kann ich einen Sparplan anlegen.
Idealerweise ist es ein bisschen mehr, also ab 10, 50 Euro, 100 Euro gibt es ebenfalls Möglichkeiten. Sie können da ganz spezifisch, wie Sie möchten, entsprechend Ihren Betrag eingeben. Und wie eben schon erläutert, langfristig ist hier die Devise regelmäßig. Es ist, man kann in der Ordermaske auswählen, ob ich mein Produkt entsprechend monatlich oder quartalsweise besparen möchte, kann das aber auch, wenn es mal nicht passt, entsprechend aussetzen, den Beitrag etwas verringern oder erhöhen. Das kostet alles oder sollte in der Regel nichts kosten. Und was ist der Vorteil daran? Es ist wirklich, wie eben gesagt, einmal eingesetzt und ich muss mich nicht täglich darum kümmern, wie sich die Börse, wie sich die Werte entsprechend entwickeln, sondern entscheide mich einmal und sitze entsprechend Schwankungen aus. Ja. Und es ist wenig Aufwand. Es gibt kostenlose Sparpläne, um eher dann nochmal zu deinem Thema der Kosten zu kommen. Da muss man schauen, es sind meist Aktionsprodukte, die eine gewisse Laufzeit haben, also dieses kostenfreie Produkt hat eine gewisse Laufzeit, muss ich immer mal überprüfen, ist der ETF beispielsweise dennoch kostenlos oder nicht und muss dann gucken, ob ich ein Alternativprodukt nehme. Ja, da sagen wir auch gleich nochmal was dazu, da kam auch noch eine Frage dazu, ist natürlich verlockend, aber das greifen wir gleich nochmal bei der Auswahlentscheidung auf. Und ich denke, Hauptpunkt tatsächlich von den Sparplänen ist die Disziplinierung, also das ist so der Hauptvorteil, dass egal, auch wenn wir, so wie wir relativ viel von der Börse verstehen, tut uns das echt gut, einen Sparplan laufen zu haben, weil der einem die Überlegung abnimmt, also weil der einen einfach auch davon abhält, sozusagen zu denken, jetzt Aktien sind zu teuer oder weil wir reden jetzt aber wirklich über ganz langfristige Engagements. Da gibt es noch einen schönen Satz, den finde ich enorm wichtig im Kopf zu haben. Es geht nicht ums Timing, es geht nicht um den Zeitpunkt, möglichst günstig zu wählen, sondern es geht um die Zeit im Markt. It's not about timing the market, but time in the market. Das an der Stelle. Ich wollte aber noch mal... Ja? Schließt natürlich keine Einmalanlage aus, ne? Also wenn man irgendwie mal doch ein Unternehmen hat, das einem gefällt und man da gerne investieren möchte, kann man das natürlich tun. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze, ist eine unterschiedliche Strategie. Genau, und dazu werde ich auch direkt was sagen. Da kam auch gerade eine Frage, genau zu dem Thema. Das ist tatsächlich also der Nachteil von einem Sparplan, der entsteht in gewissen Marktphasen. Also wenn Sie der Ansicht sind, dass der Markt jetzt steigt, dann haben Sie natürlich von der Rendite her, also jetzt tatsächlich, was Ihren Gewinn angeht, was Ihr Ergebnis angeht, haben Sie natürlich weniger, weil Sie mit weniger Geld kürzer investiert sind. Also das ist ganz klare Sache. Wenn der Markt natürlich nicht steigt, dann ist das was anderes. Aber das ist so diese, das muss man einfach auch im Kopf haben. Also die Diskussion bei Sparplan rentiert sich mehr als Einmalanlage. Das ist immer so ein bisschen Äpfel und Birnen miteinander verglichen und diesen berühmten Cost-Average-Effekt, der zahlt sich eigentlich auch nicht per se aus. Das heißt, das ist der sogenannte Average-Durchschnittskosteneffekt, dass sie einfach, weil die Preise eben schwanken, wenn es dann günstiger ist, mehr Anteile bekommen. Statistisch nicht erwiesen, aber einfach für Sie, Sie sind ja in einer speziellen Situation und Sie machen ja einen Sparplan, weil Sie die Einmalanlage jetzt nicht haben. Da geht es ja tatsächlich um das regelmäßige Besparen von einem Teil Ihres Einkommens und das ist eine andere Sache als eine Einmalanlage und diese Frage, wir bekommen die wirklich häufig gestellt, aber was ist denn jetzt besser, wenn Sie jetzt das Geld haben und Sie wollen jetzt langfristig in den Markt einsteigen, dann macht es natürlich auch durchaus Sinn, eine Einmalanlage zu tun. Und da gibt es so ein paar Tipps, dass man die vielleicht in zwei, drei Tranchen teilt, um sich emotional so ein bisschen mehr der Börse zu nähern. Das sprengt jetzt hier den Rahmen, da näher drauf einzugehen, aber das ist ein ganz sinnvolles Vorgehen. Aber das ist kein Sparplan, das ist eine Einmalanlage. Und der zweite Punkt, der steht hier oben, der ist, finde ich, eigentlich der negativste Punkt. Einzige wirkliche richtige Kritik an Sparplänen, sie sind extrem intransparent. Sie wissen nie, wann wird das, was Sie besparen, gekauft, wird das morgens gekauft, wird das nachts gekauft. Sie wissen nicht, wo das gekauft wird. Man kann es rauskriegen, das ist aber extrem schwierig in Teilen. Also man muss den Anbieter anrufen, kriegt man auch nicht immer eine Auskunft, also selber schon ausprobiert. Aber es ist rausfindbar, ja, aber das sagt Ihnen dann wahrscheinlich als Einsteigerin, als Einsteiger nicht so viel. Also das ist so der einzige Nachteil, finde ich, bei Sparplänen, dass man da eine gewisse Intransparenz drin hat. Und ja, aber dazu kommen wir ja gleich nochmal zu diesem Kostenthema.
das Vorgehen. Ich weiß nicht mehr, wolltest du was dazu zu sagen oder wollte ich? Mach du gerne. Es gibt noch eine Frage, ganz kurz vielleicht, bevor wir weitermachen. Du hattest eben erläutert, kurz-, mittel- und langfristig. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, so gängig ist, dass man kurzfristig alles so 1 bis 2 Jahre, also es gibt verschiedene Definitionen logischerweise, aber man würde sagen, so alles ein Jahr ist kurzfristig, 2 Jahre vielleicht noch, so bis 5, 7 Jahre, das gilt als mittelfristig und alles darüber hinaus ist langfristig. Im Vermögensaufbau sagt man, dass alles unter 5 Jahre ist kurzfristig taktisch und alles drüber ist langfristig. Und das, was wir vorhin mit dem Zeithorizont ja auch gesagt haben, wenn man diese Kursschwankungen, die aktienimmanent sind, die Kursschwankungen ist das, was man für die mehr Rendite bezahlt, das muss man auch so verstehen, die immanent sind, um die auszusitzen, dass man schon so einen Zeitraum haben sollte von Aktien von mindestens 10 Jahren, vorsichtig noch 12 oder 13 Jahre, die man tatsächlich in Aktien investiert bleiben kann. Ich hoffe, das hat die Fristigkeit einigermaßen erklärt. Vorgehen, okay, wenn ich das machen soll, darf. Es gibt 2 Möglichkeiten. Also einmal haben Sie natürlich, Sie können aktiv verwaltete Fonds besparen, Sie können ETFs besparen, wie wir erklärt haben, und Sie können Aktien besparen. Nochmal kurz wiederholt, wegen diesen 3 Regeln, mit denen Sie grobe Fehler vermeiden können, nämlich Zeithorizont, Streuung und Kosten. Kaprizieren wir uns jetzt mal auf die ETFs, weil Aktien ist immer eine Einzelaktienauswahl, wenn Sie auf einer Aktiensparplan machen. Und nochmal ganz kurz gesagt, aktiv verwalteter Fonds, das kann sinnvoll sein, die sind aber in der Regel deutlich teurer und sind deswegen auch meist in der Performance schlechter. Also wenn Sie ganz am Anfang stehen, ist da ein ETF durchaus ein praktisches Investment. Und im nächsten Schritt wählen Sie dann das Wertpapier aus. Und jetzt haben Sie 2 Herangehensweisen. Das eine ist, Sie suchen sich erstmal den Anbieter und gucken dann, was der an Wertpapieren zur Verfügung hat. Oder aber Sie suchen sich den ETF und su suchen sich daraufhin den Anbieter. Das ist beides gleichzeitig ist schwierig. Einen Tod müssen Sie an der Stelle sterben, sozusagen. Und Sie sollten im Kopf haben, je spitzer Ihr Thema ist, also wenn Sie jetzt sagen, ich bin aber felsenfest überzeugt, was hochvolatil ist wie Clean Energy, muss nicht unbedingt jetzt als Sparplan haben, werden Sie feststellen, den gibt es wahrscheinlich noch nicht, weil das einfach ein ganz spezielles Thema ist. Und da holen sich natürlich an der Stelle dann die Frustration. Sie haben schon Ihr Depot, Sie haben schon Ihren Anbieter, Ihre Depotbank, die Sparpläne hat und gibt es nicht. Also eins von beiden müssen Sie mit anfangen und einfach im Kopf haben, dass es bei Auswahl des Anbieters dann durchaus von Vorteil sein kann, wenn der recht viele im Angebot hat. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu, zu dem Anbieter. Der nächste Punkt, was Sie sich überlegen, ist einfach Ihr Sparintervall. Sie können das vierteljährlich machen, Sie können das monatlich machen. Dann, wie viel wollen Sie besparen? In der Tat, Fabian meinte vorhin, ab 1 Euro. Das ist, ja, muss man mal gegen überlegen. Aber kostet man ja noch. Und dann der Zeitpunkt der Ausführung. Das will sagen, am 1. eines Monats oder am 15. Andere Möglichkeiten habe ich noch nicht gesehen. Wir sagen immer, je nachdem, was für ein Charaktertyp man ist, ist ganz günstig eigentlich, wenn man regelmäßige Einkommen bezieht, dass man den Sparplan direkt am Tag, an dem das Geld reinkommt, auch wieder rausschickt. Und das kriegt man dann gar nicht mehr so unbedingt mit. Der motivierende Spruch dazu, pay yourself first. Ja. Fabienne, wolltest du was über die Kriterien sagen bei der Auswahl? Genau, also nochmal zusammengefasst, hatten wir eben erläutert. Kosten sind ein Faktor, die entsprechend die Rendite beeinflussen können. Also lohnt es sich da schon genauer hinzugucken. Zeitpunkt der Ausführung, Edda, hattest du eben auch schon gesagt. Ist es der 1., ist es der 15., wann ist der Gehaltseingang? Ist eine Variable, die man entsprechend beachten sollte. Das Intervall monatlich oder vierteljährlich ist da auch die Frage, ist es ein kostenloser Sparplan oder ist es kostenpflichtig? Dann ist es natürlich empfehlenswerter, eine quartalsweise Ausführung zu machen, da ich dann entsprechend nur 4-mal im Jahr die Kosten trage im Vergleich zu 12-mal. Und auch die Frage, wie viele ETFs kann ich denn in einen Sparplan packen? Ist auch wieder das Thema Kosten dahinter. Es gibt Anbieter, da kann man 4 ETFs in einen Sparplan packen, und es kostet nur einmal sozusagen.
Wenn Sie kostenlose ETFs besparen, ist das relativ egal. Genau. Und hier nochmal der Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sonderaktionen nur oder meist nur kurzfristig sind. Also da muss man wirklich ins Kleingedruckte schauen. Es ist natürlich charmant, einen Aktionssparplan zu nutzen, aber entsprechend ja, ist das eine zeitlich begrenzte Aktion der Emittenten. Ja, bei den Kosten noch eine Ergänzung. Es gibt zwei Varianten. Das eine ist, Sie bezahlen pro Rate. Die zweite Variante ist, Sie bezahlen in Prozent einen fixen Betrag. Quatsch, jetzt hab ich mich widersprochen. Also eine Möglichkeit ist, Sie bezahlen einen fixen Eurobetrag, also 1 Euro zum Beispiel, egal wie hoch Ihre Rate ist. Zweite Möglichkeit ist, Sie bezahlen 1%, 1,5% von dem Betrag, den Sie ansparen. Bei den Vergleichsportalen, über die wir gleich sprechen, ist das nicht immer sofort zu sehen. Können Sie aber rauskriegen, indem Sie da einfach mal die Rate wechseln. Und wenn sich das dann verändert, dann sieht man, dass da sozusagen eine Kopplung ist an den Betrag oder eben nicht. Das ist insofern wichtig, weil es gibt so eine Faustformel, man sollte eigentlich nicht mehr als 1% Gebühren bezahlen, egal ob das auf eine Sparplanrate ist oder ob das auf eine Einmalanlage ist, so als Kosten zugrunde legen. Und wenn Sie jetzt nur 50 Euro ansparen können, was jetzt nicht so negativ gemeint ist, wie das gerade klingt, aber wenn Sie nur 50 Euro ansparen können und Sie haben 1 Euro Rate da drauf, dann sind das 2%. Wenn Sie nur 25 Euro ansparen können, möchten, dann sind das gleich schon mal 4%. Das ist meiner Ansicht nach viel zu teuer. Und dann gibt es manche Depotbanken, die auch sehr, eigentlich sehr online-affin sind, aber dennoch haben sie zum Beispiel Sparplanraten von 2,5%. Und das ist, zahlen sie jeden Monat auf die Rate schon mal 2,5% Kosten da drauf. Also wenn Sie sich dann Anbieter raussuchen, dann schauen Sie mal, wo sozusagen, welches Mechanismus liegt darunter? Was bedeutet das für Ihre Rate? Und wie auch Frau Behn eben gesagt hat, sind da vielleicht sogar 4 ETFs drin in einem Sparplan? Oder aber Sie haben eben einen Anbieter, der nur 1 Euro nimmt, aber das macht er pro ETF. Das heißt, Sie wollen 4 ETFs ansparen und dann hätten Sie ja dann 4 mal 1 Euro. Also das muss man sich mal kurz überlegen, aber mit ein bisschen, das ist keine Rocket Science, wie man immer so sagt, sondern einfach mal genauer anschauen. Und da kommt mich dann gleich an. Klick. Nee. Oh, da ist was verschwunden. Ah, nein. Dann mache ich das mal zuerst. Und zwar, das ist so ein Screenshot von so einem Sparplanvergleich. Und daran kann man ganz hübsch nochmal zeigen, was wir eben erklärt haben. Das ist in dem Fall extra ETF. Habe ich vorhin einen Screenshot gemacht. Da können Sie oben die Rate auswählen und unten drunter sehen die dann drüben können Sie das nochmal sortieren. Und jetzt hier drei Erklärungen. Das eine, diese Portale, in dem Fall, das gilt extra ETF, Just ETF gleichermaßen, sind wirklich seriös und unabhängig, aber sie leben ja auch von was. Also hier ist die erste Komponente, dass sie da häufig oben eine Werbung haben. Da steht dann unsere Empfehlung. Das würde ich einfach mal so im Kopf abspeichern. Das gilt für Sparpläne genauso wie für Tourismusangebote, dahinter Empfehlungen verbergen sich an der Stelle gerne Werbung. Aber Sie können sich ja einfach auf den nackten Kostenvergleich kaprizieren. Jetzt kam die Frage vorhin ja auch an, wie kann das kostenlos sein? Da sollten Sie wissen, das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber sollten Sie einfach im Kopf haben, irgendeiner bezahlt. Wenn das kostenlos ist, bezahlt das jemand. Im Fall von manchen Plattformen bezahlt die Plattform, über die das dann ausgeführt wird. Das kann eine Börse sein, das kann eine außerbörsliche Plattform sein. Ich glaube aber, von den Börsen zahlt niemand. Aber die außerbörslichen Plattformen, die zahlen dann dafür, dass ihr Sparplanauftrag dahin geschickt wird. Jetzt überlegen Sie selbst, an irgendeiner Stelle werden die das Geld auch wieder verdienen. Es gibt dann halt zwei Möglichkeiten. Das liegt in den Spannen und in den Preisen. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit. Die zweite Variante bei ETF-Sparplänen, da bezahlen die Anbieter von den ETFs. Also ja, der Emittent, die Emittentin, so heißen die auch, die ETFs herausbringen, die Fondsgesellschaften, die zahlen dann bei den Brokern dafür, dass sie quasi dass Sie da keine Depotführung, also dass Sie da keine Orderkosten haben und keine Sparplanausführungskosten. Ich hoffe,
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Das ist natürlich dann für Sie in dem Augenblick eine andere Sache, als wenn die Plattform dafür bezahlt. Aber im Zweifel sehen Sie den Unterschied nicht. Und das Dritte ist, wie Fabienne auch schon sehr richtig gesagt hat, gerade wenn Sie sehr langfristig anlegen, diese kostenlose Sparpläne, die ändern sich eben ständig. Und der ist jetzt kostenlos und er ist es in 3 Monaten nicht mehr. Das dazu. Also unsere Empfehlung zu Sparplan vergleichen ist extra ETF oder Just ETF. Da können Sie dann hingehen und suchen sich den ETF raus und dann sehen Sie, wer den alles als Sparplan anbietet. Und hier an der Stelle sehen Sie die Kosten. Und wenn da eine Frage zu ist, dann bitte direkt jetzt. Dann empfehlen wir auch noch Finanztest und Finanztipp. Die haben auch ziemlich viel. Das ist dann meistens auch nicht so rein kostenorientiert, sondern eher so eine auch eine redaktionelle Übersicht. Ja, Fabian, hast du da noch eine Ergänzung zu? Nee. Nee? Nee. So. Dann, ja, das sprengt den Rahmen. Wir können auch gerne in einer der nächsten Male der für Einsteiger montags eine Session machen darüber, wie man den ETF auswählt. Das wäre so jetzt für mich ein naheliegendes Thema. Aber wenn Sie Vorschläge haben, was wir als Thema hier aufgreifen wollen, wir machen das ja, sollen aus Ihrer Sicht, was Sie sich wünschen, wir machen das ja einmal im Monat, dann bitte melden. Das, so. Dann Robo-Advisor, magst du da was zu sagen? Dann gehe ich nämlich wieder einen Schritt zurück. Mach du das gerne. Okay, also ich wollte, tatsächlich haben wir gedacht, dass wir die Robo-Advisor hier aufgreifen, weil das ja auch eine Form von Sparplan ist. Also sie, sehr viele von diesen Robo-Advisern bieten Ihnen die Möglichkeit, einmal regelmäßige Ratenbeträge einzuzahlen. Schritt zurück, was ist ein Robo-Advisor? Das sind automatisierte Programme, Algorithmen liegen dahinter, die auf Basis eines von Ihnen eingegebenen Risikoprofils, also Sie sagen, was Sie an Rendite machen möchten, in welchem Zeitraum, also ausgeklügelte Fragebogen am Anfang und da, oder ob Sie eher risikoavers sind oder risikoaffin, ob Sie eher chancenorientiert sind, das ist so das Gegenteil von Risiko, also risikobewusst und dann verteilen die quasi Ihren Betrag, den Sie ansparen, auf Anlageklassen auch verschiedene, meistens Aktien, Anleihen, Cash und innerhalb dieser Anlageklassen meistens inzwischen die meisten Robo-Advisor auf verschiedene ETFs, also US-Aktien, Weltaktien, Europa-Aktien. Die einfachste Form von diesen Robo-Advisern macht einfach nur immer diese Aufteilung, je nachdem wie sich der Markt entwickelt und je nach ihrem Risikoprofil. Die Gebühren liegen knapp unter 1% pro Jahr. Das haben Sie hier wieder 1%. Der etwas komplexere Form von Robo-Advisor am ganz anderen Ende der Skala sind dann solche Sachen wie, wie heißt es jetzt, fällt mir gerade nicht ein, Solinvest. Die haben tatsächlich eine komplette fundamentale Aktienanalysen dahinter, mit denen Sie auch Ihr aktiv verwaltetes Portfolio-Management machen. Entsprechend teurer sind die auch und das ist ein bisschen was anderes. Aber wir sind jetzt hier eher mal so ganz unten an dem Ende der automatisierten Aufteilung über ETFs, auf verschiedene Assetklassen. Der Weltsparen ist so ein Beispiel dafür. Und da haben Sie natürlich jetzt die Gebühren extra. Sie haben aber auch einen Vorteil, dass Sie automatisch diese Verteilung automatisch immer wieder angepasst wird, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt. Das ist durchaus bequem. Und Sie haben auch keine Orderkosten. Also das, was jetzt wir die ganze Zeit gesprochen haben über Sparplanraten, das fällt da nicht an, sondern da sind die Kosten mit drin. Was ich einen enormen Nachteil finde bei den Robo-Advisern, ist, dass die intransparent sind. Man kann es versuchen zu verstehen, wie die anlegen, aber so ganz klar wird das bei den meisten nicht. Und noch eine Beobachtung von mir, wir reden alle halbe Jahr mal über Robo-Advisern, dann gucke ich mir die Vergleiche wieder an. Und da drehen die sich eigentlich regelmäßig immer um. Also tatsächlich, also wenn Sie sich einen Robo-Advisor anschauen, wenn Sie sich dafür interessieren, man kann ja auch beides machen. Man kann ja einen gewissen Betrag bei einem Robo-Advisor investieren und einen anderen auf einen selbstgemachten ETF-Sparplan. Guter Vergleich ist brokervergleich.de, die machen das auch mit Echtgeld. Und da wählen Sie dann einen möglichst langen Zeitraum, weil so richtig unter Beweis müssen stellen, die sich, also stellen müssen, können die sich erst, wenn wir tatsächlich auch mal einen längerfristigen Abschwung haben. Wir hatten jetzt zwar Einbrüche, aber eigentlich befinden wir uns seit 12, 13 Jahren inzwischen in einer sehr stabilen Hosse mit steigenden Preisen. Und da ist es natürlich schwer, dann sowas zu bewerten auf Basis von historischen Daten. Während das, was Fabienne ja vorhin erklärt hat mit dem langen Zeithorizont,
Das waren, ich meine, 20 Jahre oder 15 Jahre Kursentwicklung. Das haben Sie bei den Robo-Advisern nicht. So, das war es, was wir erklären wollten. Und wenn jetzt da Fragen sind. Ja, wir haben Fragen zum Thema ausschüttend und thesaurierende ETFs. Was ist besser, beziehungsweise was ist das? Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen. Hier kann ich gerne. Also ausschüttend heißt die Einnahmen, die der ETF selbst hat, der ist ja auch nur ein Fonds, der ist ein Topf mit Wertpapieren und diese Wertpapiere zahlen Dividenden oder Zinsen und das sind die Einnahmen. Und wenn er die auszahlt an seine Anteilseigner, dann ist er ausschüttend. Wenn er die einbehält, ist es thesaurierend. Vorteil tatsächlich, gerade wenn wir über ganz langfristigen Vermögensaufbau sprechen, ist bei Thesaurieren, Sie müssen sich nicht mehr Gedanken machen, ob Sie, wie Sie das Geld neu anlegen, was Sie bekommen, weil es wird automatisch reinvestiert oder je nachdem, was für ein Mensch Sie sind, was Ihnen mehr liegt. Also ich zum Beispiel, wenn ich es dann auf meinem Konto habe, ist wahrscheinlich, dass ich es ausgebe. Und damit vermeide ich das. Aber es gibt noch einen einzigen Punkt, bei dem die Ausschüttung sinnvoll ist, nämlich wenn Sie den Steuerfreibetrag nicht ausnutzen im Jahr, das ist ein bisschen was über 800 Euro pro Person oder ein bisschen was über 1000 für zwei Personen, dann können Sie bis zu diesem Grenze, bis zu dieser oberen Grenze, bekommen Sie dann die Ausschüttung natürlich ohne Steuer zahlen. Und das sind immerhin 25% plus Soli- und Kirchensteuer, die das ausmacht. Das ist so der Vorteil bei ausschüttenden ETFs. Dann gibt es hier noch mal eine konkretere Frage. Sind ETFs besser, günstiger, sicherer auf Dauer oder ein Hebelprodukt mit einem Index mit Faktor 1? Ja, das ist Hebelprodukt mit Indexfaktor 1, ist damit ein Indexzertifikat gemeint, vermutlich. Ja. Ja, Nachteil beim Zertifikat, Sie haben Emittentenrisiko, das ETF ist Sondervermögen, der ETF ist Sondervermögen und Sie haben also zum einen das Risiko, dass der Anbieter ausfällt, ist jetzt nicht so groß, bis auf Lehman ist es noch nie passiert, aber ist da. Ja, da haben das zweite Punkt, den finde ich viel gravierender. Die meisten Indexzertifikate werden bezahlt, indem der Anbieter die Dividenden einbehält. Nicht alle, aber fast alle. Und da ist natürlich der ETF viel günstiger, weil da zahlen Sie nur diese 0, so und so viel Prozent Gebühr pro Jahr, aber Sie bekommen die Einnahmen von dem ETF. Während bei dem Zertifikat behält die der Anbieter von dem Zertifikat. Und jetzt so eine durchschnittliche Dividendenausschüttung von DAX im Schnitt 2,5%. Also das ist jetzt schon erheblich. Dann geht es nochmal um die Anteile bei Sparplänen. Bei geringem monatlichen Sparbetrag, wie viele ETFs können bespart werden? Nur einer, da geringer Betrag, oder gibt es Empfehlungen, beispielsweise drei ETFs? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, ob es sinnvoller ist, ein ETF zu haben oder drei. Genau. Da ist ein bisschen die Frage nach der Streuung. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal dieses beliebte Beispiel des MSCI Worlds, das ist nicht der mit den 3600, sondern der mit den 1600, da haben Sie irgendwie 60% USA. Das ist ein ziemlich dicker Klops. Und da ist natürlich eine bekannte Kollegin von uns, macht immer die Empfehlung, die Hälfte in diesen MSCI World und die andere Hälfte nur in Schwellenländer. Dadurch drücken Sie so diesen Anteil von USA etwas nach unten. Oder Sie sagen, ich möchte Rentenanleihen genauso parallel ansparen wie Aktien, was ja auch nicht verkehrt ist. Dann können Sie das ja auch mit. Also es ist eher so die Überlegung, was haben Sie für eine Vorstellung, in was Sie investieren möchten. An sich bringt, also es streut natürlich auch Ihr Risiko noch breiter. Also die Diversifikation ist deutlich größer. Mit zwei ETFs als mit einem. Also wenn Sie das machen wollen, dann können Sie sich entweder einen Anbieter aussuchen, der über Prozent abrechnet, weil dann ist ja egal, ob Sie, wenn die Rate 100 Euro ist und Sie teilen das in zwei Raten auf 50 auf und es kostet jedes Mal 1%, dann ist das ist egal, kommt auch selber raus. Oder aber es gibt auch Anbieter, die packen dann bis zu vier ETFs in eine Rate. Das können Sie dann machen. Dann haben Sie es auf mehrere aufgeteilt. Sie können das auch wieder revidieren übrigens. Sie können sagen, Sie machen jetzt, fangen Sie mal an, weil Sie jetzt einfach die Zeit brauchen, diese Entscheidung zu fällen mit mehreren, ist besser, direkt mal was anzufangen tatsächlich. Wenn Sie einen weltweit streuenden ETF nehmen, können Sie dann ja auch die Rate wieder runterfahren von 100 auf 50, wenn Sie sich überlegt haben, was Sie als zweites dazu wollen und legen den zweiten parallel dazu an. Das geht ja auch. Dann hier eine ganz knappe Frage. Gehören ETFs zu Termingeschäften? Nein, so ganz und gar nicht. Also es gibt auch gehebelte ETFs, aber selbst die
Es sind kein Termingeschäft. Also Definition von einem Termingeschäft ist die Erfüllung. Also wenn Sie heute ein Wertpapier kaufen oder einen Gegenstand oder ein Wertpapier, wann bekommen Sie den? Und den müssen Sie innerhalb von 2 Tagen bekommen. Das ist ein Kassageschäft und alle ETFs sind Kassageschäft. Und wenn Sie das irgendwann in der Zukunft bekommen, dann sind wir hier beim Optionsschein, bei einem Future oder einer Option. Dann ist das ein Termingeschäft, weil die eigentliche Auslieferung liegt irgendwann in der späteren Zukunft länger als 2 Tage. Danke dir. Dann haben wir noch ein paar Fragen zum Thema Kosten. Ich würde fast vorschlagen, wir werden ja im übernächsten Webinar nochmal vielleicht was zum Thema ETFs machen und da können wir nochmal dezidiert auf das Thema Kosten eingehen. Also hier war einmal die Frage, Thema Verwaltungskosten 0,1%, wie oft die entsprechend berechnet werden und dann auch nochmal, wie komme ich denn überhaupt zu einem ETF, der 0,4% Kosten hat. Das waren zwei. 0,4% Kosten sind alle im Schnitt. Und tatsächlich sind diese Standardprodukte liegen sogar noch drunter. Und wenn Sie über diese ETF versuchen gehen, da ist auch eine gute bei Just ETF oder bei Extra ETF oder bei Börse Frankfurt. Und dann sehen Sie in dem Suchergebnis, was heißt, Sie sagen, ich hätte gerne Aktien, Welt, thesaurierend. Und dann kommen da irgendwie noch 20 raus. Und da sehen Sie in einer Spalte die Kosten und dann können Sie die auch nochmal nach Kosten sortieren. Und die 0,1, ich glaube, ich habe die Frage so verstanden, wie das berechnet wird, das ist pro Jahr und das geht aus dem Topf raus. Also es ist, Sie kriegen da nicht eine Rechnung oder so, sondern das ETF-Fondsvermögen wird um diese Gebühren reduziert, um diese 0,1% pro Jahr. Und deswegen wirkt sich das ja auch auf die Performance wieder, weil das reduziert ja auch den Anteilspreis um 0,1% pro Jahr. Und jetzt denken Sie nochmal zurück an diese Kurven, die ich vorne gezeigt habe. Und das ist genau das, was diese Kostenfaktor mit der Performance von Ihrem ETF macht. Der senkt den dann so ein bisschen langfristig runter. Ich hoffe, das hat das erklärt. Entschuldigung. Jetzt kommt noch eine schöne Frage zum Abschluss. Wir haben ja über Sparpläne gesprochen. Die Frage hier, gibt es denn auch einen Auszahlungsplan oder verkauft man den ETF dann einfach? Also ich kenne keine automatisierten Auszahlungspläne, aber man kann ja tatsächlich genauso wie man die Einzahlung berechnet, kann man auch die Auszahlung berechnen. Das wäre aber auch eine Session für sich, aber da kann man natürlich dann regelmäßig verkaufen. Ja. Aber tatsächlich, vielleicht ist das ja eine Marktlücke, vielleicht kommt das ja irgendwann mal, dass man genauso wie man besparen kann, dass man auch automatisiert entsparen kann. Aber mir ist nichts bekannt, ich habe es noch nicht gehört, aber es ist eigentlich eine ganz gute Idee. Genau, super. Dann, es ist schön, dass Sie heute so viele Fragen stellen. Klasse, wie gesagt, wir schlagen vor, da nochmal ein extra Webinar zu machen. Jetzt abschließend nochmal die Frage, wirklich abschließend, das Thema, muss ich also zwischen ETF-Kosten und Sparplankosten unterscheiden? Vielleicht das nochmal zum Thema Kosten und wie gesagt, da machen wir nochmal eine Sondersession zu. Genau, also das ist, zum einen kommen die Kosten vom ETF, das sind diese 0,4%. Und dann kommen aber nochmal natürlich die Ratenkosten dazu. Und wenn Sie jetzt eine Depotbank nehmen, die auch noch eine Gebühr nimmt, und das ist übrigens gar nicht so abwegig, ja, also Flatex zum Beispiel hat jetzt angefangen, Depotgebühren einzuführen, dann kommt das natürlich auch nochmal dazu. Also wenn Sie Ihre Kostenberechnung machen, dann zählen Sie bitte alles zusammen und achten Sie auch auf diese kleinen Pöstchen, weil das ist das, was eben langfristig Ihre Rendite einfach schmälert. Und die Faustformel 1%, auch wenn da jetzt ein paar sehr beliebte Anbieter rausfallen, damit würde ich wirklich tatsächlich erstmal rangehen. Ja, es gibt genügend, die das erfüllen. Ja, jetzt kam doch noch eine super spannende Frage rein, was das Thema auch gut abschließt, nämlich das Thema Einmalanlage. Auch für die Einmalanlage kann man sich ja sozusagen für sich selbst einen Mini-Sparplan machen, sozusagen. Edda, vielleicht magst du dazu noch was sagen. Ja, also wenn Sie quasi, also die Frage kommt wirklich super, super oft, also aber ich habe doch jetzt das Geld, das ist nicht die Voraussetzung für einen Sparplan, sondern, wie wir das vorhin schon mal gesagt haben, wenn Sie in den Aktienmarkt investieren wollen, dann, dann tun Sie das auch am besten über eine Einmalanlage in, wenn Sie in ETFs investieren wollen, in ETFs, dann haben Sie auch gleich diese Streuung. Aber wie gesagt, wichtig ist dieser Zeithorizont. Der muss da sein. Also nicht, wenn Sie vorhaben, in 2 Jahren sich ein Wohnmobil zu kaufen und die Weltreise zu machen,
Wir wissen nicht, wie sich der Aktienmarkt in den nächsten 2 Jahren entwickelt. Nur wir können mit relativ hoher statistischer Wahrscheinlichkeit, einem rechnerischen Risiko, das gegen Null geht mit ausreichender Streuung, sagen, dass er sich in den nächsten 15 Jahren, werden Sie kein Geld verlieren. Die Zeit, die muss da sein. Und Einmalanlage, und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Konzept, es geht dann darum, im Markt zu sein und nicht den günstigen Einstiegspunkt zu finden. Und wenn man das nicht vorhat, dann sollte man auch nicht so lange drüber nachdenken, ob es jetzt zu teuer ist, ob man jetzt seine Einmalanlage vielleicht doch nicht macht, und dann macht man sie auch nicht. Dann macht man sie im nächsten halben Jahr auch nicht. Und dass das alles viel zu teuer ist, haben alle vor 5 Jahren schon gesagt, oder viele vor 5 Jahren schon gesagt, nicht alle. Wir wissen es einfach nicht. Auch wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Und aber man kann halt nur versuchen, aus den statistischen, historischen Daten von Märkten abzuleiten, in welcher Wahrscheinlichkeit. Es geht hier einfach ums Management von Risiken. Das ist im Endeffekt das, was auf der anderen Seite der Chance steht und Ihnen eine möglichst risikofreie Partizipation am Kapitalmarkt ermöglicht. Und die bringt Kredite, Girokonto, Sparbuch bringt es nicht. Und wir hatten ja nur kurz diesen Punkt gehabt, dass es Sinn macht, vielleicht psychologisch, emotional, das in 2 Tranchen aufzuteilen, zu sagen, was weiß ich, ich habe 10.000 Euro, dann nehme ich 5 jetzt. Und die nächsten 5 in einem halben Jahr, wenn ich mal ausprobiert habe, wie sich das anfühlt, ja, in einem volatilen Aktienmarkt engagiert zu sein. Klasse. Ich hoffe, das ist die So, Frage ich würde sagen, in diesem Sinne, ja, verabschieden wir uns bis nächsten Montag. Wie gesagt, immer der erste Montag im Monat gibt es Einsteigerthemen. Da würden wir entsprechend die Themen, die hier als Fragen aufkamen, nochmal aufgreifen. ja, und ich denke mal, Aktien, ETF-Auswahl wäre so unser nächstes Thema, oder? Finde ich jetzt Finde so ich nahe. gut. Auch zum Thema Kosten kommen wir dann auch. Und Sie bekommen auch die, genau, und Sie bekommen auch noch die Aufzeichnung von dieser Veranstaltung wie immer zugesendet. Und am nächsten Montag geht es um US-Tech-Werte und zwar Einzelbetrachtung. Das letzte Mal hatten wir ja was Charttechnisches gemacht zu dem Thema. Und diesmal gibt es was von einem sehr erfolgreichen Trader, zumindest seine Performance ist erfolgreich. Der erklärt ein bisschen was über Einzelaktien. Und vielen Dank an Fabienne, vielen Dank an Sie alle. Es hat Spaß gemacht. Ich Ja, hoffe, Ihnen guten auch. Start weiterhin in die Woche und bis nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüss.